schläft wo? Ja, ich an der. So wie die Situation zurzeit ist, so viele Leute hatten wir noch nie. Hier. Ich komme mir vor wie Don Quixote, der gegen Windmühlen kämpft. Und hier gucken. Alexandra Oksaselei kümmert sich um die, die am Rand der Gesellschaft leben. Hier höre ich sehr oft, dass es die Leute stört, dass da Bettler sind. Wie kann das sein? Mich stört es, dass wir das zulassen, dass es Leute gibt, die draußen schlafen, bei Minustemperatur. Alexandra kämpft gegen Luxemburgs neue Armut und für Menschen wie Serge, der keine Wohnung findet. Ich bin stinksauer auf die Regierung, weil die Regierung nichts mehr macht. Sie sagt zwar viel, zum Beispiel, wir bauen jetzt hier für 210 Millionen Wohnungen, ja, aber wo? Wo denn? Luxemburg. Finanzplatz, Briefkastenfirmen, EU-Gerichtshof. Im Großherzogtum ist jeder 15. Einwohner Millionär. Etwas versteckt, unterhalb der Glasfassaden, leben Stefan und Ferenc. Alexandra hat die beiden Ungarn auf der Straße aufgegabelt. Und will ihnen helfen. Stefan und Ferenc leben mit ihren Hunden Chili und Piti unter einer Brücke. Seit 7 Jahren schon. Heute Nacht soll das Thermometer auf minus 7 Grad fallen. Doch das kümmert die beiden Ungarn kaum. Aha. Ich habe Lampe mit Powerbank. Ah, ja. Ja, und ich. Okay. Die Nacht lesen, ja. Buch. Luxemburg nehme Bettler wie sie gut auf. Geben hier Gesundheitskarte. Diese Gesundheitskarte. Ich gehe Zahnarzt, kein Problem. Und gehe andere Arzt, kein Problem, kostenlos. Jahrelanger Drogenkonsum habe seine Zähne kaputt gemacht, erzählt Ferenc. Hier in Luxemburg sei dieses Gebiss komplett gratis gewesen. In Ungarn undenkbar. Ich, egal, wo leben, Ungarn oder hier, egal. Hier besser. Ich habe keine Familie, hier besser. Ungarn ist rassistisch, Politiker crazy. Orbán Viktor, scheiße, man. Hier besser, hier keine Rassist, hier keine Aggression, hier gute Geld, gute Caritas, hier sehr, sehr gut. Das ist Heaven, wie heißt Deutsch? Heaven. Himmel. Ja, Himmel, ja. Um Obdachlose wie Stefan und Ferenc kümmert sich Alexandra Oksaselei seit 25 Jahren. Das ist neu, dass man die Obdachlosen so viel sieht. Und das, was auch neu ist, ist die Problematik mit den Rommen, die Bettler, die organisierte Bettlerei. Das hatten wir nie. Manchmal bekomme ich auch Anrufe, wo man mir sagt, könnt ihr bitte vorbeikommen, den Obdachlosen mit zu euch nehmen in eure Struktur, weil das macht nicht gut. Das ça nuit à l'image. Es schadet dem Image und die Leute trauen sich nicht in unser Geschäft reinzukommen. Aber das kann doch nicht sein. Wir sind doch nicht die. Das hört sich so an wie, kommt, putzt uns die Straßen sauber. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir versuchen, die Probleme unter den Teppich zu verstecken. Alexandra leitet den Verein Stem von der Straße, die Stimme der Straße.
Charles. Ein Job wie unter Starkstrom. Draußen warten Dutzende Bedürftige auf eine Mahlzeit. Drinnen muss Alexandra mit ihren Mitarbeitern alles für die große Jahresabschlussfeier vorbereiten. In 2 Wochen. Mit hunderten Obdachlosen. Gerade hat der Ehrengast zugesagt. Henri, der Großherzog von Luxemburg. 12 Uhr. Vom Bahnhof und den umliegenden Straßen strömen immer mehr Menschen in Alexandras Suppenküche. Jetzt hat Koch Thilo Umbach den größten Stress. Ich habe vor 9 Jahren hier angefangen. Da waren wir bei 150 Essen am Tag. Wir liegen jetzt bei 350 bis 400 am Tag. Also kontinuierliche Steigerung. Was sich verändert hat, wir haben immer mehr Leute, die also immer mehr Asylanten. Wir haben halt eine Flüchtlingswelle, die ist in Luxemburg genauso wie es in Deutschland ist. Die ist einfach da. Und wir sind hier in der Stadt Luxemburg eine der wenigen, die für 50 Cent oder sehr, sehr günstig Essen verteilen. Und selbst wer gar kein Geld hat, bekommt bei uns Kaffee, Getränke und Suppe gratis. Also hier muss keiner verhungern. Es kommen vor allem Menschen mit Migrationshintergrund in Alexandras Suppenküche. Aber auch alteingesessene Luxemburger, wie die pensionierte Krankenschwester Massart Alberti, der die steigenden Preise Angst machen. Es wird immer schwieriger, auch wenn du eine gute Pension hast. Es wird immer schwieriger zu leben hier. Ja. Es wird alles sehr teuer, sehr teuer. Ja. Auch die Kleider, alles ist sehr teuer. Auch deshalb hat Alexandra eine Etage höher eine Kleiderkammer eingerichtet. Alles ist gratis. Die Kleider, die wir bekommen, da machen wir regelmäßig Aufrufe, um Kleider zu bekommen. Und die Idee dieser Werkstatt ist auch, Leute zu beschäftigen. Alexandras Mitarbeiter helfen gerade José Rodríguez, Pullover, Hose und eine Mütze zu finden. José war im Sommer aus seiner Heimat Portugal hierher gereist. Mit großen Erwartungen. Ohne Stem von der Straße ginge es ihm dreckig, gesteht José. Eine Wohnung kann er sich nicht leisten. Derzeit schläft er in einer Notunterkunft über einer Fixerstube. É mais rico, mas em questões de trabalho está muito, tá a ir muito abaixo. Tá, não há muito trabalho, a construção está a ir abaixo, a economia da parte da construção. E, vamos, e quem, para quem não tem aqui endereço, o Estado praticamente aqui não ajuda. Se não der, tenho que ir para Portugal outra vez. Leute wie José wurden gebraucht, als die Bauwirtschaft brummte. Jetzt fällt er durchs Raster, wie viele andere auch. Die Armut ist neuerdings sichtbar in Luxemburg. Dabei steht das Großherzogtum bei der Wirtschaftskraft in Europa an der Spitze. 2022 erwirtschaftete ein Luxemburger durchschnittlich 119.230 Euro. In Deutschland waren es lediglich 46.150. In Frankreich 38.590. Yannick Wirz geht es ganz ähnlich wie José. Der 22-jährige Maler ist auch arbeitslos. Sozialhilfe bekommt er keine. Die erhält nur, wer mindestens 25 ist. Momentan gibt es halt immer schwierige Sachen zu finden. Ne? Es ist immer mehr, auch die Ausländer, die reinkommen, die haben immer mehr, die bekommen mehr sozusagen gut luxemburgisch in den Arsch gestochen. Und wir Luxemburger gucken dann, dass wir halt klarkommen, ne, mit dem Leben. Es ist halt einfach, weil viele Franzosen hier überarbeiten kommen, weil die halt in Frankreich nicht so viel verdienen. Und die geben dann halt auf Arbeiten, wo die Luxemburger keine Chance mehr haben. Und sozusagen auf gut Luxemburgisch werden wir im Stich gelassen und die anderen haben dann halt freies Leben. So.
Das heißt sozusagen, gucken sie nur noch nach den Ausländern, wie nach uns zu gucken. Ne? Und da sage ich dann immer, Luxemburg ist einfach im Stich gelassen worden. Das heißt, wir suchen und finden nichts. Ne? Yannick ist wütend über die gestiegene Konkurrenz am Arbeitsmarkt. Ich bin eine Person, ich gehe gerne arbeiten. Ich will nicht jetzt vom Staat leben oder so. Das ist halt das Ding, wo ich jetzt sage, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, jetzt als Heizungsleger oder als Fliesenleger eine Arbeit finde, dann mache ich das. Auch wenn ich keine Erfahrung habe, Hauptsache du hast Geld. Yannick vertritt keine Einzelmeinung. Viele auf der Straße fühlen sich benachteiligt. Was ich wirklich dringend ändern muss, ist mit der Politik die Augen öffnen, Wohnungshilfe, intensive Wohnungshilfe. Es gibt ganz viele Immigranten, die werden mit offenen Armen aufgenommen. Und dann die Luxemburger, die gehen, Entschuldigung, ich rede von der Lunge auf die Zunge, die gehen in unserem Staat im Arsch vorbei. Also sie machen ganz wenig dafür, für uns. Seitdem er arbeitslos ist, pilgert auch Yannick, so wie Stefan und Ferenc, die Ungarn, jeden Mittag in Alexandras Suppenküche. Für eine warme Mahlzeit für 50 Cent. Nein, nein, nein. Bitte. Ein Stockwerk drüber arbeitet die Redaktion der Stem von der Strance an der neuen Ausgabe ihrer Straßenzeitung. Hier sollen Menschen wie Serge Kappler den beruflichen Wiedereinstieg schaffen. Am Anfang habe ich gedacht, scheiße, ich kann keinen Artikel schreiben, wie geht das jetzt? Und da habe ich einfach losgelegt zu schreiben. Ich habe ihn zu Hause per Hand geschrieben, dem Chef abgegeben und habe ihn sehr toll gefunden. Und danach saß ich da voll auf dem Computer und hab losgeschrieben. Ihre Themen sind vielfältig. Mal geht es um das Bettelverbot, das konservative Politiker fordern, mal um erneuerbare Energien. Serge schreibt vor allem über die Wohnungsnot und bekommt Tipps vom Chefredakteur Frederik Braun. Das ist natürlich, würde ich sagen, die Nische, die wir hier gegenüber dem traditionellen Journalismus fühlen können. Das ist, dass wir in Kontakt sind mit den Leuten und mit ihren Problemen und dass wir das sozusagen aus erster Hand erfahren. Und das soll dann auch ruhig in der Sprache daherkommen, die Leute sprechen und mit den Prioritäten, die sie haben. Ich glaube, das ist eigentlich der Vorteil hier. Wir sind ja die Stimme der Straße. Serge und seine Kollegin Marilène Fortsch sind Sozialhilfeempfänger und wissen aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, arm zu sein im reichen Luxemburg. Es belastet schon sehr, dass man halt nicht das Geld hat, weil die Geld haben, können sich halt alles leisten. Und wenn man halt kein Geld hat, dann ist es schwierig, im Leben weiterzukommen. Und es gibt aber nicht so, dass man sagt, dass es eine Gruppe gibt, dass alle zusammenhalten. Nein, es sind die Reichen und die Armen und das spaltet doch sehr. In der wohlhabenden Oberstadt von Luxemburg verteilen sie die Straßenzeitung an ihre Abonnenten. Wie hier, ans Kulturministerium. Hi, Stopf der Stroß, Zeitungen, ja. Aus Sicht von Serge und Marilène ist etwas faul hinter der schicken Fassade. Die Politik kümmere sich nicht genug um die neue Armut. 2022 waren 19,4% der Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Am drängendsten ist aus Sicht von Serge die Krise am Wohnungsmarkt. Er selbst ist nicht mehr voll berufsfähig, leidet unter chronischen Entzündungen im Rücken und unter den Folgen seiner gescheiterten Ehe. Nach der Scheidung, ich war ja dann 16 Jahre verheiratet und dann bin ich geschieden, da hatte ich keine Wohnung. Ich musste ja raus aus der gemeinsamen Wohnung. Das ist hier laut Gesetz so verankert. Der Mann muss gehen. Weil er Sozialhilfe empfängt, in Luxemburg Revis genannt, habe er bei Wohnungsbesichtigungen keine Chance. Am Anfang
das Gespräch ganz locker, bis ich dann gesagt habe, wo ich arbeite und was ich kriege. Da hat die Stimmung sich ruckartig verändert und hat direkt Nein gesagt. Weil für sie sind wir vom Rewis, ja, krass gesagt, jetzt Asoziale. Wir sind zu faul, um zu arbeiten, sagen sie dann. Gleichzeitig wird Serge Stadtteil immer hipper, also immer teurer. Sie versuchen hier, das Viertel auf Luxus zu trimmen. Es werden hier Luxuswohnungen gebaut, wo man für eine 35 Quadratmeter Zimmer bei 800.000 Euro muss bezahlen. Ist viel zu teuer. Serge wohnt in diesem winzigen Zimmer. Wie man sieht, lebe ich ziemlich sporadisch. Das ist mein Überlebensapparat, die Mikrowelle. Nebenan auf dem Sofa übernachtet sein 18-jähriger Sohn. Billig ist dieses WG-Zimmer keineswegs. Ich muss hier so leben, mit 20 Quadratmeter. 770 Euro muss ich hier bezahlen. Ich habe nicht mal eine Küche. Ich kann froh sein, dass ich und meine Ex-Frau sehr gut verstehe. Ich kann manchmal kochen gehen. Weil sonst würde ich auch nur, ja, wie man so gut sagt, Junggesell essen. Aus der Mikrowelle und aus der Dose. Ich bin stinksauer auf die Regierung, weil die Regierung nichts mehr macht. Sie sagt zwar viel, zum Beispiel, wir bauen jetzt hier für 210 Millionen Wohnungen. Ja, aber wo? Wo denn? Siehst ja, hier steht alles frei, aber wir haben keine. So, das ist die Antwort. Ich bin überall angeschrieben für eine Wohnung, aber es tut sich nichts. Privat kann ich mir nichts leisten. Das ist mal sicher. Oft, erzählt Serge, gehe er den Menschen aus dem Weg, weil er sich abgestempelt fühlt. Als Mensch zweiter Klasse. Alexandra sieht in der Wohnungsnot sozialen Sprengstoff, der Luxemburgs Gesellschaft mehr als ohnehin schon spaltet. Dagegen will sie etwas tun. Seit Jahren schon schlägt auch die Wissenschaft Alarm. Warnt vor einer tickenden Zeitbombe. Dies habe die Politik jedoch sehr lange ignoriert, erzählt Antoine Pacou, Experte für Wohnungsbau in Luxemburg. Das Hauptproblem sei die extreme Konzentration von Grundbesitz und damit einhergehende Immobilienspekulation. C'est pas qu'il manque nécessairement des terrains, c'est que les terrains sont détenus par une petite partie de la population. Donc on a trouvé dans nos études que 0,5% de la population résidente détient 50% des terrains sur lesquels on peut construire. Donc à l'échelle du pays, on parle de 1000, 2000, 3000 familles qui détiennent l'essentiel des terrains sur lesquels on peut construire. Et pour ces familles-là, du terrain, du foncier qui vient généralement de leur famille, c'est le bien le plus précieux qu'on puisse imaginer, parce que ça prend de la valeur grâce au dynamisme économique et démographique du pays. Tous les ans, le prix du foncier augmente de 5, 6, 7, 10%. Die Immobilienpreise sind in 8 Jahren insgesamt 74% gestiegen. Die Mietpreise 41%. Erst vor kurzem hat die Regierung begonnen, erschwinglichen Wohnraum zu bauen. Das Umdenken komme viel zu spät und viel zu zögerlich, sagt Antoine Pacou. So at the moment in Luxembourg, only 2% of the housing in the country is affordable housing. So this is extremely low for standards of Europe, especially for neighboring countries who have, you know, been investing in this kind of housing for the last 100 years. Luxembourg is starting extremely late and from an extremely low level. So ideally we should get this sector up to 15, 20, 25%. Antoine fordert, dass Menschen wie Serge, Yannick und José nicht länger die Leidtragenden dieser Politik sind. Patrick Clément ging es früher ganz ähnlich. 5 Jahre lang hatte er auf der Straße gelebt. Eine Wohnung, damals unbezahlbar für ihn.
Doch Patrick hatte Glück im Unglück. In diesem Haus zahlt er heute gerade mal 580 Euro für 50 Quadratmeter mit Küche, Keller und Bad. Eine Sozialwohnung. Bereitgestellt von Alexandra Stemm von der Strauß, um Patrick von der Straße runterzuholen. Konnte mit der Situation, die ich damals gehabt habe, konnte ich nicht umgehen. Und darum bin ich eben auch in Drogen gefallen und alles. Aber ich habe eben das Glück gehabt in Luxemburg oder Alexandra jetzt, Stemm von der Strauß, die mich aufgefangen haben und gesagt haben, okay, gut, du bist kein Dummer, du bist nicht auf den Kopf gefallen. Du kannst was machen aus deinem Leben, wenn du jetzt anfängst. Sonst kommst du auch aus dem Teufelskreis nicht mehr raus. Alles ausgelöst hatte der tragische Unfalltod seiner Ex-Freundin. Danach folgten Alkohol, Kokain und Heroin. Ich war Toxikoman, was man jetzt vielleicht nicht sieht. Ich war in Drogen reingerutscht, sehr tief, durch den Tod von meiner Ex-Freundin. Ich habe sehr viel erlebt in dem Moment auf der Straße. Und da gibt es dann irgendwo einen Platz, wo man einfach hingehen kann und dann sagt, okay, gut, hier wirst du aufgefangen. Ne? Hier kannst du reden, hier ist auch jemand, der dir zuhört. Seit 14 Jahren ist Patrick clean und arbeitet nachmittags bei der Stemm von der Strauß. Ohne die wäre es jetzt noch auf der Straße oder besser gesagt, ohne die wäre es jetzt nicht mehr hier. Und dafür bin ich dankbar. Die Stemm von der Strauß betreibt diese Wäscherei. Und arbeitet auch mit einer großen Supermarktkette zusammen. Wir gehen Gemüse, Früchte, alles holen wir. Bringen das her, das wird noch mal geguckt und dann verteilt an verschiedene Assoziationen. Michel Conradi fährt jeden Tag zum größten Supermarkt Luxemburgs. Mitten im wohlhabenden Europaviertel mit seinen Bürotürmen sammelt er Lebensmittel ein, die fast abgelaufen sind. Zusammen mit ehrenamtlichen Helfern. Suchst die Sachen, die gut sind, noch raus. Und dann alles, was wie das hier, was nicht so gebrauchbar ist, das machen wir dann als Seite für einen Tierpark. Die kriegen das dann für die Tiere. Les salades, on peut les récupérer. Ça, on peut récupérer également. Et ça, on va trier encore après. Maintenant, je suis à la retraite. Et avant, j'étais responsable environnement. Et donc, le social me touche énormément. Et par rapport à tout ça, ben, je pense que on ne peut pas se permettre dans la vie de pouvoir avoir des déchets qui partent à la poubelle. Il vaut mieux le donner à des personnes qui en ont besoin. J'ai toujours dit dans ma vie professionnelle que quand je serai en retraite, je n'abandonnerai pas les personnes qui sont dans le besoin. Et par rapport à ça, eh ben, je me suis engagé dans ce genre d'association comme qui est l'HTM pour la Strauss, mais dans d'autres associations également qui ont besoin de bénévoles comme moi ou comme plein d'autres pour pouvoir permettre à ce que l'on puisse faire des petits travaux. 14 du 12. Einmal, 14 du 12 également. Didier Lecaillon war es, der das System zur Weiterverwertung eingeführt hat. Unter Einhaltung der Kühlkette. Die Stemm von der Strauß finanziert sich vor allem durch Steuergelder. Wichtig sind aber auch Sponsoren. Gerade ist eine Abordnung einer großen Handelskette zu Besuch. Allez, diszipliniert! On commence! Alles gut? Gut. Die Managerinnen haben eine Vakuum-Verschweißmaschine gespendet und überlegen, sich noch mehr zu engagieren. Actuellement dans cet atelier. 14 tonnes par mois, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. 14 tonnes qui ne vont pas à la poubelle et qui vont au bénéfice et des restaurants sociaux qu'on livre. Actuellement, on sert 800 repas par jour dans ces restaurants. In den Küchen arbeiten vormals Arbeitslose, darunter viele Geflüchtete, wie Hassan al-Dulimi. In Irak is the way. In Irak.
and the Isos Daesh. Daesh? Yes. From the Daesh. I come here at 2015. From the where? And direct I work in some companies. Sie alle sollen hier fit gemacht werden für den ersten Arbeitsmarkt. Ein Stockwerk höher erreichen Alexandra schlechte Nachrichten. Das bekommen die nicht durch. Das hatten sie schon letztes Mal versucht. Nein, die neue Regierung hat ein Bettelverbot beschlossen. Verbieten, wenn das verboten wird, dann werden die Leute in die Illegalität rutschen. Das Problem wird verschoben. Wir werden die Leute entweder auf den Tankstellen wiederfinden oder in den Supermärkten. Aber hier ist es wirklich, wir möchten keine armen Leute in der reichen Oberstadt, wo sich die reichen Leute aufhalten. Ich komme mir vor wie Don Quixote, der gegen Windmühlen kämpft. Ich bin das ja schon gewohnt, 25 Jahre. Aber so wie die Situation zurzeit ist, so viele Leute hatten wir noch nie. Wir müssen Mittel bekommen, um arbeiten zu können. Tags darauf bekommt Alexandra zumindest hohen Besuch. Bei der Jahresabschlussfeier der STEM von der Stross. Der Großherzog mit seiner Frau. Yannick steht ganz vorne in der Schlange und hat gute Neuigkeiten. Ja, ich hab eine Arbeit. Ich arbeite als Mann und ich gehe im Neubau arbeiten. Das heißt, alle Häuser, die neu gebaut sind, gehe ich halt als Maler da arbeiten. Dann trifft das Staatsoberhaupt auf Arbeitslose, Bettler und Drogenabhängige. Für Alexandra der wichtigste und symbolischste Moment des Jahres. 400 Bedürftige sind gekommen. So viele wie noch nie. Ihnen servieren Didier und andere Freiwillige heute Getränke und Essen. La seule chose que je peux dire, c'est que, à mon avis, et ça c'est qu'un avis personnel, c'est à mon avis, on ne fait pas assez attention et on n'en parle pas suffisamment et il n'y a pas suffisamment de personnes qui s'impliquent, même si jamais il y a beaucoup de bénévoles, il n'y en aura pas encore assez et il faut qu'on s'implique encore beaucoup plus pour tout le monde. Chana. Ok, allez. Am ersten Tisch sitzt plötzlich Großherzog Henri von Luxemburg ganz nah bei Yannick. Der erzählt ihm seine Sicht der Dinge. Früher war der Logement mit Dave. Hallo, geht Logement immer mit rum? Die Ausländer bekommen mehr wie die Luxemburger, ne? Das finde ich nicht in Ordnung. Das habe ich dem auch gesagt, ne? So wie ich hier sitze. Und ja, ich habe auch gesagt, ich wünsche mir, dass das hier ändert, weil so geht das nicht. Ne? Yannicks Wut richtet sich mehr gegen Einwanderer als gegen den Staat. Obwohl der es ist, der seit Jahren nichts dagegen tut, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Auch die Sozialministerin feiert mit. Was sagt sie zur Wohnungsnot? Ja, das ist das ökonomische Gesetz, Angebot und Nachfrage. Das regelt sich dann nicht immer von selbst. Und da muss man dann einige Initiative geben, um die Macht zu regulieren. Erfolge? Bislang Fehlanzeige. Alexandra findet, wer ein Bettelverbot verhängt, der bekämpfe die Armen statt die Armut. Im reichsten Land Europas. Dass Luxemburg nicht den ganzen Armut der ganzen Welt retten kann, ich bin mir auch bewusst von solchen Sachen, ich weiß. Aber ich mache keine Politik, ich setze mich ein für die Leute, denen es nicht gut geht. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir Luxemburger es nicht fertig bringen, den Leuten unter die Arme zu greifen, denen es schlecht geht, welches Land kann es dann machen?